Wir Freien Demokraten im Deutschen Bundestag, wir wollen Politik mit Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger machen. Deshalb hören wir hier vor Ort in Potsdam zu. In Oberlungwitz vor dem Werksgelände der Mugler AG. Hier in Magdeburg auf dem Bahnhofsvorplatz. Cottbus in dieser wunderschönen Stadt an der Spree. Und werben für unsere Arbeit, die wir in Berlin im Deutschen Bundestag machen. Und jetzt grüßen Sie mal die Passanten auf der Straße. Das zeigt, dass Sie die Leute hier kennen. Und jetzt schauen Sie mal entschlossen in die Luft, also ich meine in die Zukunft. Nee, sorry, was machen wir denn eigentlich hier? Ich möchte doch den Leuten gerne zeigen, was wir als FDP-Fraktion im Bundestag eigentlich wirklich tun. Mitten in einem Lockdown und schon in der Diskussion über den nächsten Lockdown treffen wir uns hier in der Potsdamer Innenstadt. Auch diese Innenstadt ist ein Intensivpatient inzwischen selbst, so wie viele Innenstädte in unserem Land. Und das liegt daran, dass es Stillstand gibt, weil Handel, weil Dienstleistungen im Moment nicht möglich sind. Und wir brauchen klare Wenn-Dann-Regelungen. Wir brauchen einen Stufenplan, wie wir ihn entwickelt haben als Freie Demokraten im Deutschen Bundestag, wenn bestimmte Inzidenzen vorliegen, wenn andere dynamische Faktoren, wie die Frage, wie sind unsere Krankenhäuser ausgelastet, wenn da ganz bestimmte Werte vorliegen, dann müssen ganz bestimmte Maßnahmen folgen und damit eine Perspektive, eine Planungsmöglichkeit auch für die Menschen, die hier ihren Beruf ausüben wollen. Das ist Thema unseres Antrages und wenn euch der interessiert, dann schaut in die Infobox. Wir als Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag konzentrieren uns immer auf das Wesentliche. Inzwischen ist aus der Corona-Krise längst auch eine Bildungskrise geworden. Mit unserem Antrag zum Chancenaufholprogramm fordern wir, dass Kinder und Jugendlichen keine Nachteile aus dieser Krise entstehen. Und lasst uns dabei unkonventionell denken. Wir fordern ein Lernbuddy-Programm, in dem Studierende, Schüler kostenlos dabei helfen, die entstandenen Lerndefizite, die in dieser Corona-Krise entstanden sind, auch wieder aufzuholen. Wir brauchen dringend einen Digitalpakt 2.0. Dieser muss die Chancen der digitalen Bildung heben. Wann endlich wird KI unsere Schüler beim Lernen unterstützen? Außerdem fordern wir mehr Stellen für Sozialpädagogen und Schulpsychologen, damit wir uns intensiv um die Kinder kümmern können, die in dieser Krise auch den Anschluss verloren haben. Und genau bei diesen Aufgaben muss auch der Bund die Länder finanziell mit unterstützen. Ich gehe mal davon aus, der Antrag ist auch in der Infobox verlinkt. Na klar ist er das. Thorsten Herbst in Dresden, Sie wollen auch nur über Inhalte sprechen? Klar, denn darum geht es, darauf kommt es an. Wir stehen hier mitten im Zentrum von Dresden und sehen, was die Corona-Krise auch mit einer Stadt macht. Geschäfte sind geschlossen, Restaurants sind geschlossen. Wir brauchen jetzt einen echten Neustart. Für uns als Freie Demokraten besteht der aus einem Dreiklang, aus finanzieller Entlastung, aus Entbürokratisierung und aus dem Investieren an der richtigen Stelle, Stichwort Digitalisierung. Wir als Freie Demokraten im Deutschen Bundestag haben eine konkrete Initiative gestartet. Sie heißt Neustart für Deutschland. Was heißt das? Wir wollen entlasten, entfesseln und klug investieren, beispielsweise in die digitale Infrastruktur, Smart City Projekte, ein leistungsfähiges Internet. Und was wollen wir konkret im Bereich Entlastung? Zum einen, dass kleine und mittlere Einkommensbezieher weniger Steuern zahlen, dass der Mittelstandsbauch in der Steuerprogression beseitigt wird. Wenn 1 Euro mehr verdient wird, kann es nicht sein, dass ein Großteil davon einfach weggesteuert wird. Es muss einen Leistungsanreiz geben. Und wir wollen zum Zweiten den Solidaritätszuschlag endlich für alle streichen, denn in Ostdeutschland gibt es keine Solidarpaktmittel mehr. Also dürfen auch die Steuerzahler zusätzlich belastet werden. Die konkrete Initiative unserer Fraktion haben wir hier in der Infobox verlinkt und ihr könnt natürlich auch auf unsere Website gehen, wo es weitere Informationen über die Forderungen und Positionen der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag gibt. Hier kannst du uns abonnieren, aber noch viel wichtiger ist ja, unsere Positionen und Initiativen zu kommentieren und das geht hier.